Ja, hallo NES-Freunde, es geht weiter mit dem NES-Baseball-Marathon. Ich bin kein großer NES-Baseball-Fan und werde es auch nicht werden, deswegen jogge ich alle NES-Games trotzdem. Ich lasse mich nicht aufhalten, auch nicht von Baseball-Games am NES. Ja, was haben wir denn hier? NES Baseball Stars von SNK. Naja. Die Marke spricht für sich, könnte ja was Gutes dabei rauskommen. Aber es handelt sich nun mal dabei um Baseball. Und ich mag Baseball so in echt, aber als Game am NES finde ich es richtig schlecht. Und richtig schlecht sind auch die Reime, deswegen spiele ich jetzt einfach mal Baseball. So, los geht's. Werfen, schlagen und verlieren. Geht schon, next. Der wirft. Ich schlage daneben. Schlage ich vielleicht überhaupt nicht? Nein, ich spiele nicht mal mit. Gut, hab wohl was bei den Einstellungen versemmelt, dass man ein Spiel so einstellen kann, dass man nicht mitspielen kann. Halte ich sowieso wie fragwürdig in der. Also in der, im Setup. Ja, jetzt bin ich schon ganz durcheinander von diesem ganzen Baseball-Mist hier. Ja, was soll ich euch sagen? Wenn man alle NES-Games spielen möchte auf dieser Welt, muss man auch alle NES-Baseball-Spiele spielen, obwohl die richtig schlecht gealtert sind. Na bitte, es war ja. Naja, eigentlich war es schlecht. Gut, next. Schießt den Ball. Also in Grafiken wäre auch noch Luft nach oben gewesen. Hat ihn gefangen, ich bin raus. Next. Bisschen später drücken vielleicht. Wow, wird es ein Home Run? Jawolle. Home Run. Gut, da sehen wir gleich die Home Run Animation, wenn es denn eine gibt. Natürlich gibt es eine. Da kommt die Anzeigetafel. Hier wird gejubelt, die Menge tobt. Ja. Motiviert mich dennoch nicht so. Warum steht jetzt zum Beispiel nicht, wie weit der Home Run war? Warum gibt es da nicht eine Bestenliste für den weitesten Schuss bei einem Home Run? Ja, mag nicht realistisch sein, pfeift drauf, ob es realistisch ist oder nicht. Ich möchte hier ein bisschen Gameplay haben und nicht einfach nur A drücken, wenn der Ball kommt. Das ist mir einfach zu wenig, Leute. Ist mir einfach zu wenig. Ja, und ich bin schlecht auch noch. Ich hau die ganze Zeit nur ins Out. Strikeout, jetzt darf ich schießen. Drücke ich das Knöpfchen, Ball fliegt. Next, drücke das Knöpfchen, Ball fliegt. Typ schießt ins Aus. Weiter geht's, ich drücke das Knöpfchen, Ball fliegt. Drücke das Knöpfchen. Das war nix. Drücke das Knöpfchen, jetzt trifft er. Was sage ich? Aber im Out. Super spannendes Ganze, Wahnsinn! Also, boah, ich bin so begeistert. Ihr hört die Ironie, also ich weiß nicht. Okay, jetzt muss ich den einfangen. So, da, safe. Da. So, gut, das war's. Ich schieße schon wieder den Ball. Der geht raus. Es ist einfach öde, Leute. Sorry, es ist einfach öde. Ja, man hat hier die Grafik versucht, ein bisschen größer zu halten. Nein, da fand ich Baseball Simulator 1000 besser. Besser in dem Sinn, wie. Ja, wenn man spielen muss. So zum Spaß, wenn man sich nicht selbst vorgenommen hat, alle NES-Games dieser Welt zu spielen, muss man es, glaube ich, nicht tun. Muss man nicht tun. Ich werde zum Schluss sagen, wenn ich alle Baseball-Games gezockt habe, welches das Beste ist. Der geht raus. Man könnte einfach mal das Beste ausprobieren, aber.
ich breche auch meine 10-Minuten-Regel. Ich muss diese ganzen Baseball-Games nicht 10 Minuten spielen, um zu wissen, dass sie schlecht gealtert sind. Du bist raus, Mann. Du bist raus. So. Das müssen wir sagen, ein bisschen mehr Emotion reinbringen in dieses Spiel. Warum sagt er nicht, du bist raus? Und warum regt sich der andere Spiel nicht auf? Und es ist einfach emotionslos, dieses Spiel. Ich weiß nicht, man kann nichts. Die Gameplay-Mechaniken sind so minimal. Ich verstehe das nicht. Home Run! Wow! Das ist der einzige Moment, wo ein bisschen Emotion reinkommt. Der eine weint, der andere freut sich. So, dann ich schieße wieder einen Ball. Und tschüss! Das war nix. Tschüss! Nix. Noch ein hoher. Also war es ein niedriger? Wieso war das jetzt ein niedriger? Niemand weiß es. Out! Super. So, jetzt kann ich nochmal zum Schlagen. Das mache ich noch. Ich schlage nochmal. Das war nix. Wir haben fast abgeschossen, der Wahnsinnige. Das war nix. Sieht ihr die Firmen da immer selbst verewigen und ihren Namen reinschreiben? Damit auch ja alle wissen, wer es programmiert hat. Ja, ich weiß, ich würde es genauso machen, was soll's. Kann man schon machen. Das ist das geringste Problem an diesen Baseball-Games. So, ein letzter Schlag noch. Letzter Schlag. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ich konzentriere mich und nichts, gar nichts. Super mies. Ich sage bye bye Baseball. Das war Baseball Stars. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Dennoch sage ich danke fürs Zuschauen, Daumen hoch da lassen für dieses tolle Baseball-Action-Gehabe. Unten abonnieren für jeden Tag neues NES-Game und auf der Seite findet ihr jede Menge andere Games, wenn es nicht unbedingt Baseball sein muss. Wir sehen uns gleich beim nächsten Baseball-Game morgen. Ciao, ciao.